Eine stille Beteiligung kann man auch rechnen zu Mezzanine. Eine typische stille Beteiligung ist die Beteiligung am Gewinn und Verlust. Das ist in der Tat jetzt Eigenkapital, ne? Stille Beteiligung ist eine Eigenkapitalbeteiligung, also das passt nicht ganz, dass wir sagen, juristisch ist es immer Fremdkapital, es ist überwiegend Fremdkapital. Hier haben wir tatsächlich Eigenkapital. Eine stille Beteiligung ist ein stiller Eigenkapitalgeber, der entsprechend beteiligt wird am Gewinn und Verlust. Und atypisch ist zusätzlich eine Beteiligung an den stillen Rücklagen. Das ist eine atypische stille Beteiligung. Sofort. Zusätzlich eine Beteiligung an den stillen Rücklagen. Das ist die atypische stille Beteiligung. Das wäre dann tatsächlich Eigenkapital, wobei der Eigenkapitalgeber anonym bleibt. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.